Hallo, servus alle miteinander, eine weitere Folge der Raven. Wir befinden uns auf dem Kreuzfahrtschiff. Letzter Stand war, wir haben den Captain Di Conti und die Schriftstellerin befragt. Wir werden jetzt mal ein bisschen die Kabine untersuchen, in der die Baronin von Trebitz schrecklicherweise ums Leben kam. Das ist der erste Mordtatort, mit dem ich zu tun habe. So, okay, ein schöner Blutfleck, ist ja ekelhaft. Gehen wir mal alles durch. Der unhandlichste Reiseschrank, den ich jemals gesehen habe. Ja, das kannst du laut sagen. Ja, was? Eine portable Bar würde ich das nennen. Muss unglaublich anstrengend sein, das große, schwere Ding heil durch die halbe Welt zu transportieren. Und die Baronin hatte Glück, dass die hinteren Transportwaggons bei der Explosion nur leicht beschädigt wurden. Beeindruckendes Stück. Aber ich denke nicht, dass es mich bei den Mordermittlungen voranbringen wird. Ja, das denke ich auch nicht. So, aha, da war kurz was. Aha. Auf dem Schreibblock prangt das Emblem des Schiffs. Vermutlich bekommt man so etwas in den Erste-Klasse-Kabinen gestellt. Ich habe einen Verdacht, was wir hier machen müssen. Es erinnert mich an diese Mickey Maus und Bussi Bär Heftel Aktionen. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt noch kennt. Ja. Oh. Hahaha. Wie breit dieser Bleistift. Das ist ein Wahnsinn. So. Da steht, Inspektor, seien Sie um 22 Uhr im Salon. An Bord dieses Schiffes ist ein Mörder und ich werde ihn entlarven. B. Die Baronin scheint ihren Mörder gekannt zu haben. Und damit ist klar, dass der Rabe nicht der Mörder sein kann. Er hat nie jemanden umgebracht. Legrand hat die Nachricht vermutlich nie erhalten. Sonst hätte er etwas davon gesagt. Vermutlich, vermutlich. Gut. Oh, eine Kleiderpuppe. Die Kleiderpuppe gehört sicherlich zum Inventar der Kabine. Eine Kleiderpuppe für die Sachen der Baronin müsste großzügiger dimensioniert sein. So, was gibt's hier noch? Da ist nix. Ah, eine Vase. Eine große, hässliche und obendrein auch noch unpraktische Vase. Hätte sie eine größere Öffnung, könnte man sie immerhin noch als Schirmständer benutzen. Man kann nichts erkennen. Dann greif rein, mein Bester. Boah, schwerer als sie aussieht. Aha. Ja, wie, was, aha. Warum wurden die Daunen in die Vase geworfen? Oder ist da noch mehr drin? Vielleicht eine Gans. Gut möglich, dass sich im Bauch der Vase etwas befindet. Aber der Hals ist zu eng, als dass ich mit der Hand hineingreifen könnte. Dreh die Vase doch einfach um. Gut möglich. Aha. Okay. Haben wir irgendwas mit dem wir da reinfummeln können? Na. Gut. Da müssen wir jetzt halt irgendwas Langes finden. Die Baronin scheint keine Zeit gehabt zu haben, ihre Koffer auszupacken. Oder besser gesagt, ihren Butler anzuweisen, die Koffer auszupacken. Wo ist übrigens der Butler die ganze Zeit? Das alles zu durchsuchen, dürfte Stunden dauern. Aber hier,
Die Handtasche der Baronin. Aha. Ein kleines, in Leder gebundenes Buch. Die Jahreszahl 1964 ist eingraviert. Es dürfte das Tagebuch der Baronin sein. Na, dann wirf doch mal einen Blick rein. Mal sehen. Ja, es ist tatsächlich ein Tagebuch. Schwer zu lesen. Kein Eintrag von gestern. Sie beschreibt kurz und nüchtern, was sie in letzter Zeit gemacht hat. Maurice getroffen, Benefizkonzert für Renovierung Louvre Südost vereinbart. Times Fototermin Auge der Sphinx. BM. Unfähiger Fotograf, zu umständlich. So geht es weiter. Dieser Eintrag sieht seltsam aus. Die Schrift ist zittrig, schwer zu lesen. Von Bubi geträumt. Gestern wäre sein Geburtstag gewesen. Nächste Woche der von J. Kosmetik, ein Taschentuch, ein Brillenetui. Nichts Außergewöhnliches. Gut. Die Baronin war eine vielbeschäftigte Frau, die einen Verlust verkraften musste. Sie schreibt von Bubi und J, die beide nicht mehr zu leben scheinen. Im Krieg hatte fast jede Familie Tote zu beklagen. Vielleicht auch ihre. Vermutlich. Ich lasse es da liegen. Ich habe nicht die Zeit, es vollständig durchzuarbeiten. Gut. So. Auf der Matratze ist noch ein Blutfleck zu sehen. Das Laken und die Bettdecke wurden schon entfernt. Vermutlich, damit sie untersucht werden können. Nichts. Großartige Erkenntnis. Was ist denn das da hinten, das, was hier so antigravitationsmäßig da vom Tisch runter baumelt? Aber es ist nichts, was man angreifen kann. Na gut, betrachte den Blutfleck. Der Blutfleck ist und bleibt der einzige Hinweis, dass hier ein Verbrechen verübt wurde. Irgendwie. Das ist seltsam. Das Blut ist so rot. Müsste es nicht mit der Zeit durch die Luft immer dunkler werden? Bräunlicher? Die ungewöhnliche Färbung des Blutes könnte etwas sein, das Legrand und Dr. Gebhardt heute Nacht übersehen haben. Ich sollte eine Probe nehmen. Die ungewöhnliche Färbung des Blutes könnte etwas sein, das... Ich sollte eine Probe nehmen. Ja, dann nimm doch eine. Wahrscheinlich brauchen wir irgendwas, um das, naja. Ein Tonbandgerät. Dürfte zu den fest eingebauten Lautsprechern und damit zur Kabinenausstattung gehören. Das Tonbandgerät hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Aber es war mal sehr teuer. Obere Preis- und Qualitätsklasse. Eindeutig. Ja, spiel damit. Das ist seltsam. Es ist nur eine Spule im Tonbandgerät. Und das ist die falsche. Nein, keine Spur von der Originalrolle. Eine Spule von Saibling. Ich kenne die Marke. Bänder von Saibling sind darauf ausgelegt, viele Male überspielt werden zu können, ohne so stark an Qualität zu verlieren wie andere Bänder. Sie werden zum Beispiel in Büros eingesetzt, in denen der Chef seiner Sekretärin immer neue Briefe auf ein und dasselbe Band spricht. Für viel mehr sind sie aber auch nicht zu gebrauchen. Ihre Robustheit geht zulasten der Tonqualität. Na wie jetzt? Die sind dafür gebaut, dass man ohne großen Verlust der Tonqualität immer wieder draufquatschen kann, aber die Robustheit geht auf... Ach Gott, das ist doch... Naja, nehmen wir es mit.
Wer weiß. So, hier war noch irgendwo was. Was? Durchsuche den Schrank, war er doch vorhin. Wo ist das da? Nein, nicht den Blutfleck, nicht den Blutfleck. Da war doch irgendwas mit dem Schrank. Moonwalk. Na. Geh mal weg da jetzt. So. Da hat's doch vorhin irgendwo so ein Action Point gegeben mit. Durchsuche den Schrank. Stopp. Zock. Schau mal ins lustige Notizbuch. Düt, 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 düt. Geheimnis. Oh, da ist eh nix. Ich lass mir mal die Hotspots anzeigen. Betrachte das Schloss und die Kette. Bin ich blöd? Wo soll da was sein? Der Rahmen der Tür wurde beschädigt, als Dr. Gebhardt sie eintrat. Ah. Die entscheidende Frage lautet, warum war die Tür überhaupt abgeschlossen? Mal angenommen, der Mörder ist kein Zauberer und die Baronin hat selber die Kette vorgelegt, bevor sie sich aufs Bett legte. Dann dürfte der Mörder die Kabine nicht durch diese Tür verlassen haben. Dann müsste der Mörder noch hier gewesen sein, als Dr. Gebhardt die Tür auftrat, was unwahrscheinlich ist. Denn jemand hätte ihn entdeckt. Oder er hat einen anderen Weg aus der Kabine gefunden. Noch ein Alarmmelder. Dieser hier wurde irgendwann mal betätigt. Der Draht der Verplombung ist gerissen. Aber ob das gestern oder vor 5 Jahren passierte, lässt sich nicht erkennen. Ja, gut. Schauen wir mal, ob wir da drüben irgendwas machen können. Aha. Die Bullaugen führen in Richtung Nebendeck. Hätte jemand die Kabine durch die Bullaugen verlassen, hätten Legrand und ich ihn sehen müssen. Das sagst du. Die Bullaugen sind verschlossen und lassen sich von außen weder öffnen noch schließen. Es ist dasselbe Problem wie bei der Tür. Wenn jemand die Kabine durch die Bullaugen verlassen hat, wie wurden sie dann verschlossen? Und von draußen erschossen wurde die Baronin auch nicht. Der Doktor sprach von einem Schuss aus nächster Nähe. Stopp! Bleib! Nein! Stopp! Ich sollte eine Probe. Ja. Ja, das solltest du. Nur womit? Mit Steinchen vielleicht. Okay, nicht mit Steinchen. Huch, ja. Halt, war da noch was? Ach, nur die Vase und das. Geh nochmal da oben. So. Okay, da kann man nichts mehr. Aha! Irgendetwas ist da. Daunenfedern. Vielleicht aus einer Decke oder aus einem Kopfkissen. Nichts Besonderes. Obwohl, es sieht aus, als sei eine Feder an der Spitze angesenkt. Verbrannt geradezu. Ich nehme sie mit. Besser ist das. Wie nehmen wir jetzt eine Probe von dem verdammten Blutfleck? Sonnenblumen. Vermutlich von Van Gogh. Der hat ja haufenweise sowas gemalt. Allerdings dürfte es sich trotzdem nicht um ein Original handeln. Die kosten Tausende von Franken. Oh. So. Blutfleck. Blutfleck bringt mir nichts. Vector.
Ja. Wie nehme ich eine... Ah, Wie Taschentuch. ungewöhnlich. Der Ich hat doch sollte. von... Ja, jetzt. Rüber da. Der hat doch von einem Taschentuch da drin gequatscht. Jetzt können wir da nichts mehr machen. Nimm doch eine Probe. Nimm doch einfach eine Die Probe. ungewöhnliche Färbung des Blutes könnte etwas sein, das Legrand und Dr. Gebhardt heute Nacht übersehen haben. Ich sollte eine Probe nehmen. Die ungewöhnliche. Ich sollte eine. Wir haben aber nichts da zum Probe nehmen. Die Spule der Marke Saiblinger, das dazugehörige Tonband und die Originalspule. Da machen wir doch mit dem. Oh, Bug. Hier ist ein Fehler. Der abgeschnittene Tonband. Ne, ist egal. Das abgeschnittene Tonband. Ja. Gut. Jetzt Gut schauen möglich, dass sich im Bauch der Vase etwas befindet. wir. Okay, in die Vase kann ich auch nicht reingreifen. Aha, was ist denn das da? Hinter der Luke dürfte es einen Lüftungsschacht geben. Normalerweise ein guter Weg, um irgendwo unauffällig ein- oder auszubrechen. Aber wir befinden uns auf einem Schiff. Die Lüftungsschächte hier sind sehr eng. Ich kann nicht sagen, wieso. Und auch wenn es unmöglich erscheint. Aber irgendetwas sagt mir, dass der Mörder die Kabine durch die Tür betreten und verlassen hat. Die Frage ist nur, wie? Ja. Gut, ich glaube, wir können da jetzt auf die Schnelle eh nichts mehr machen. Gehen wir mal wieder raus. Aha! Da ist ja der Butler. Der Der Butler Butler der war's. Baronin sieht aus, als hätte er nicht viel geschlafen. Seinen Gesichtsausdruck würde ich als sorgenvoll bezeichnen. Hallo, Mr. Inch. Oh, Herr Wachtmeister. Sie sehen mitgenommen aus. Es muss schrecklich für Sie sein. Natürlich. Ganz fürchterlich. Niemand wird mich mehr einstellen. Wie bitte? Meine Herrin wurde ermordet. Würden Sie einen Butler einstellen, in dessen Umgebung Morde geschehen? Wenn sich herausstellt, dass sie keine Schuld trifft. Wenn. Aber wenn nicht, wem wird man dann die Schuld in die Schuhe schieben? Gärtner gibt es auf diesem Schiff keine. Ich verstehe Ihr Problem. Unter diesen Voraussetzungen werden Sie mir doch sicherlich einige Fragen beantworten, die helfen könnten, Sie von jedem Verdacht zu befreien. Natürlich. Ist Ihnen gestern Abend etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Nein, nachdem sich die Baronin in den Salon begeben hatte, bin ich aufs Vorderdeck gegangen. Dort war ich, bis der Alarm losging. Ich bin zum Nebendeck gelaufen und dort kurz nach Professor Lucien und Miss Miller eingetroffen. Dort haben wir sie und den Inspektor Legrand vorgefunden. Sie waren ohnmächtig und der Inspektor bat uns, uns um sie zu kümmern. Haben Sie den Schuss gehört? Nein, nur den Alarm. Sie meinte, Sie seien auf dem Vorderdeck gewesen. Es klang, als hätte die Baronin Ihnen für den Rest des Abends freigegeben. Nicht ganz. Ein Schiffsjunge informierte mich darüber, dass die Baronin dringend um 21:45 geweckt zu werden wünsche. Richtig. Was hatte es damit auf sich? Ich vermute, dass sie mit den anderen Gästen und dem Kapitän auf die Reise anstoßen wollte. Ursprünglich wollte sie sich wohl nicht mehr zwischendurch hinlegen. Das war nicht ihre Art. Sie war sehr ausdauernd, was gemütliche Runden mit dem einen oder anderen Gläschen Champagner angeht. Die Kabine der Baronin scheint durchsucht worden zu sein. Allerdings, von der Baronin selbst. Tatsächlich? Sie hat den ganzen Nachmittag etwas gesucht. Und hat sie es gefunden? Ich glaube, ja. Sie war in Hochstimmung, als sie endlich aus ihrer Kabine kam. Sie wissen aber nicht zufällig, was sie gesucht hat. Ich befürchte, nein. Würden Sie die Baronin als ordentliche Frau beschreiben? Nun ja, sie hatte immer sehr viele Verpflichtungen. Das beantwortet meine Frage nicht. Sie nahm stets viel Gepäck mit auf Reisen und ich half ihr, den Überblick zu behalten, so gut es ging. Sie war immer sehr wütend, wenn sie etwas nicht finden konnte. Was ist mit den Fotos und Dokumenten, die ich in der Kabine gesehen habe? Ich weiß es nicht genau. Die waren für mich tabu. Erinnerungsstücke von vor dem Krieg, würde ich sagen. Sie hing sehr an ihnen. Die Baronin schien recht betrunken gewesen zu sein, als ich sie das letzte Mal lebendig gesehen habe.
Tatsächlich. Das überrascht Sie? Trank die Baronin normalerweise nicht? Oh, doch. Genug, um es ihr nicht mehr anzusehen. Ich verstehe. Wie schlimm war ihr Alkoholproblem? Schlimm genug, um ihr ernsthafte gesundheitliche Probleme zu bereiten. War sie deswegen in ärztlicher Behandlung? Nein. Sie weigerte sich, standhaft einen Arzt aufzusuchen. Wie viele ältere Damen hatte sie eine starke Abneigung gegen Ärzte, Krankenhäuser und dergleichen. Ja, das habe ich auch. Wie lange arbeiten Sie schon für die Baronin? Etwa ein halbes Jahr. Erst ein halbes Jahr? Ich habe immer gedacht, Pater bleiben für Jahrzehnte bei Ihren Arbeitgebern. Auch diese Jahrzehnte müssen irgendwann beginnen, Herr Wachtmeister. Ihr vorheriger Butler konnte seine Arbeit nicht mehr erfüllen. Gicht. Verstehe. Ich habe seine Aufgaben übernommen und hoffte auf eine sichere Beschäftigung für die nächsten 20 Jahre. Darf ich fragen, was mit Ihrem Arm passiert ist? Ein Andenken an den Krieg. Behindert Sie ein steifer Arm nicht bei Ihrer Arbeit? Ja, das tut er. Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Die Baronin hatte ein Herz für Kriegsversehrte. Ich glaube, sie hat selber sehr viel durchgemacht. Ich denke, das war erst einmal alles. Bitte finden Sie den Mörder. Sie müssen mich von jedem Verdacht reinwaschen. Der Tod seiner Herrin scheint Butler Inch nicht sonderlich nahe zu gehen. Er macht sich vor allem Sorgen über seine eigene Zukunft. So, wir checken nochmal den Salon kurz. Vielleicht hat sich da was getan. Okay, da habe ich schon mal betrachtet, den Ice Cube ist eine neue Option. Was? Verlasse? Okay, da können wir noch immer nichts machen. Ich finde die Musik ja sehr... animierend. Schauen wir uns den Ice Cube an. Die Versorgung mit alkoholischen Getränken und allem, was dazugehört, ist an Bord dieses Schiffes allererster Klasse. Wie zu erwarten, frisches Eis und eine Zange. Hat jetzt die Zange geklaut? Herr Wachtmeister Zellner, was muss ich sehen? Macht jetzt sogar die Polizei schon lange Finger? Ich benötige dieses Instrument für eine kriminologische Untersuchung. Na, wenn Sie das sagen. Aber bringen Sie die Zange wieder zurück, wenn Sie sie nicht mehr brauchen. Sonst habe ich den ganzen Tag kalte Finger. Naja. Mit der Zange können wir doch in die Dingsbums, in die Vase reinlangen. Raus hier. Vase, Vase. Renn ich da. Könnte klappen. Was heißt da könnte? Da ist etwas. Na? Das hier hat jemand in die Vase gestopft. So etwas könnte passieren, wenn man ein Kissen um eine Schusswaffe wickelt, um den Knall zu dämpfen. Wenn das kein bedeutender Fund ist, weiß ich auch nicht. Auf zu Legrand. Der Legrand ist mir nicht ganz geheuer. Quatsch mir noch vor mit der Schriftstellerin. Ah ne, gehen wir runter zu dem blöden Legrand. Der versenkte Kissenbezug ist der Beweis, dass ein zweiter Schuss abgefeuert worden sein muss. Ins Pector. Können Sie nicht anklopfen? Ich wusste nicht. Es tut mir... Ich komme hier einfach nicht voran. Ich gehe jetzt hoch und werde mir jeden Gast einzeln vorknöpfen. Jeden, der kein stichhaltiges Alibi hat, werde ich auf Schmauchspuren untersuchen. Aber Inspektor,
Die Leute machen Fehler, wenn man sie unter Druck setzt, Wachtmeister Zellner. Der Rabe ist nervös. Er hat seine Vorgehensweise geändert und ist zum Mörder geworden. Ich werde es in seinen Augen sehen. Nach Ihnen. Aber Inspektor Legrand... Wir haben keinen Beweis, dass der Rabe und der Mörder ein und dieselbe Person sind. Sie wissen es vielleicht nicht, aber ich weiß es. Ich werde ihn fassen, mit Ihrer Hilfe oder ohne. Das gibt es doch nicht. Was ist mit ihm los? Es hat keinen Sinn, ihm Theorien darzulegen. Wenn seine Meinung so festgefahren ist, ich brauche Beweise. Oder noch besser, den Mörder. Allerdings brauche ich sein Labor, um voranzukommen. Irgendwie muss ich mir Zugang verschaffen. Und ich sollte dringend mit dem blinden Passagier sprechen. Er könnte Informationen haben und der Inspektor wird ihn ignorieren, weil er zu jung ist, um der Rabe sein zu können. Legrand hat die Tür abgeschlossen. Das Schloss ist nicht sonderlich sicher. Ich könnte es knacken, wenn ich einen Draht oder etwas in der Art hätte. Ja, einen Blick ins schlaue Inventar. Wir haben keinen Draht. Ich brauche etwas, um das Schloss zu öffnen. Ja, ich suche ja schon einen Draht. Hier gibt es keinen Draht. Dr. Gebhardt hat die Tür abgeschlossen. Etwas sagt mir, dass er da kann. Okay, hier gibt's kein Draht. Offensichtlich. Okay, man kann da auch nicht weiter hintere. Huch, jetzt ist er weg. Ja, dann auf. Jetzt müssen wir irgendwo einen Draht herzaubern. Der Tod seiner Herrin. Ja, okay. Draht, Draht, Draht. Aha, ja, Quatsch mit dem. Herr Kreuzer, Sie müssen mir schon etwas mehr geben. Sie sind der Einzige, der mit im Zug war und kein Alibi für gestern Abend hat. Ich war in meiner Kabine, das habe ich Ihnen schon gesagt. Sind Sie sicher, dass es Ihre Kabine war und nicht die der Baronin? Legrand wird sich einen Gast nach dem anderen vornehmen. Wenn er nicht die Antworten bekommt, die er hören will, dürfte es unangenehm für seinen Gegenüber werden. Lady Westmacott, darf ich Sie kurz stören? Nur zu, Herr Zellner. Wie läuft das Verhör? Wollen Sie mir unterstellen, ich würde lauschen? Nein. Der Inspektor setzt den sauberen Herrn Kreuzer ganz schön unter Druck. Er ist der Einzige, der mit im Zug war und der für gestern Abend kein Alibi hat. Vielleicht. Aber der? Ein Mörder? Ich kenne ihn und seinesgleichen. Er hätte nicht genug Rückgrat, um jemanden kaltblütig zu ermorden und dann so ruhig zu bleiben. Er würde ein Drama daraus machen. Würde sich betrinken und sich dann laut wehklagend ins Meer stürzen. Vergessen Sie ihn. Legrand verschwendet seine Zeit. Herr Kreuzer passt nur zu schön in das Bild, das sich der Herr Inspektor vom Raben gemacht hat. Sportlich, kultiviert, geht bei den Schönen und Reichen ein und aus. Ich fresse seine Geige, wenn er der Rabe oder der Mörder ist. Ich muss weiter, Lady Westmacott. Bitte halten Sie mich auf dem Laufenden, Wachtmeister Zellner. Natürlich.
Ich sollte Ihre Zeit erst wieder in Anspruch nehmen, wenn ich etwas Neues herausgefunden habe. Ihr Verstand könnte sich in diesem Fall als scharfe Klinge herausstellen. Die will ich nicht durch übermäßigen Gebrauch abstumpfen. Oh Gott, er hat immer so weise und großartige Vergleiche, tiefsinnig ohne Ende. So, betrachte den Warmhaltebehälter. Könnte ein Draht drin sein. Englische Ham and Eggs. Ein Vorzug auf einer internationalen Reise ist das internationale Frühstücksangebot. Viele meiner Landsleute halten es für unerhört, schon morgens gebratenen Schinken, Würstchen oder ähnlich Deftiges zu sich zu nehmen. Ich hingegen halte Ham and Eggs für den einzig nennenswerten Beitrag der Engländer zur internationalen Esskultur. Oh, herrlich. Es ist unfair. Da steht dieses herrliche Buffet, doch mir fehlt jeglicher Appetit. Eventuell eine Nachwirkung des Betäubungsmittels? Es ist unfair. Da steht dieses... Ja, okay. Ausgezeichnet. Genau das habe ich jetzt gebraucht. Ja. Kein schlechter Kaffee, aber eine Tasse ist genug. Ich brauche Draht. Draht. Es ist das... Yeah. Na gut, dann weg vom Salon. Na! Ja! Da-da-dam, da-da-dam, dance. So, unten, mit dem können wir eh nicht reden. In der Kabine waren wir schon, wir gehen jetzt noch ein bisschen aussehen. Vielleicht hüpft uns dann Draht entgegen. Draht. Da gibt's nix. Naja, ich kann die Treppen rauflaufen. Ja gut, da ist ja auch kein... Das Deck hier oben ist kein Panoramadeck für die Besucher. Hier oben gibt es Rohre, Stahlseile, Ketten. Man kann den Qualm aus dem Schornstein riechen. Ich habe keine Ahnung, wie genau das Schiff funktioniert und es interessiert mich auch nicht weiter, solange es schwimmt. Korrekt. Gitter. Draht. Schauen wir, ob der Typ da noch davor sitzt und so, Constable. Matty. Die Flasche dürfte mit Wasser gefüllt sein. Ich werde das nicht überprüfen. Ja. Matt beschäftigt sich mit diesem seltsamen Spiel. Auf den ersten Blick sieht er wieder ganz normal aus. Ich glaube aber, dass er durchs ganze Schiff toben würde, hätte er die Sache im Zug wirklich vollständig verdaut. Hallo, kleiner Partner. Hi. Alles klar bei dir? Mhm. Hast du dich ein bisschen von unserem Abenteuer erholt? Mhm. Du, Herr Zellner? Hm? Was ist hier los? Was meinst du? Alle verhalten sich so komisch. Und da hinten klebt ein Klebeband an einer Tür. Das habe ich mal im Krimi gesehen. Du musst dir keine Sorgen machen. Hat es etwas mit dem Mann aus dem Zug zu tun? Es könnte etwas mit dem Dieb zu tun haben, ja. Hast du ihn noch immer nicht gefangen? Ich arbeite daran. Okay.
Ich habe gehört, du und deine Mama hatten früher viel Streit. Früher mal. Da war alles blöd. Das Haus, die Schule, die anderen Kinder. Wir hatten nicht viel Geld und ich war immer alleine. Aber du weißt schon, dass deine Mutter gerne bei dir gewesen wäre. Sie musste arbeiten, um das Geld zu verdienen. Das hätte sie ja nicht tun müssen, wenn Dad noch da gewesen wäre. Und wie kommst du jetzt mit ihr aus? Ich freue mich immer, wenn wir in den Ferien Sachen zusammen machen. Sie hat jetzt auch mehr Zeit für mich. Und im Internat mag ich es auch. Ich habe viele Freunde da. Und die Lehrer sind gar nicht so übel. Deine Mutter und Professor Lucien scheinen sich gut zu verstehen. Magst du ihn nicht? Weiß nicht. Er scheint doch ganz nett zu sein. Ja, vielleicht. Lady Westmacott sitzt ganz allein im Salon. Vielleicht besuchst du sie nachher mal. Das mache ich. Die Lady kann spannende Geschichten erzählen. Das weiß ich. Sie ist meine Lieblingsschriftstellerin. Sie hat mir erzählt, dass es ihr gar nicht so viel Spaß macht, diese Krimi-Bücher zu schreiben. Sie würde lieber mal etwas anderes schreiben. Aber ihre Fans wollen immer nur die Krimis lesen. Die haben sie reich und berühmt gemacht. Ich habe ihr gesagt, sie sollte einfach schreiben, wozu sie Lust hat. Wenn es gut ist, kauft es schon jemand. Und wenn nicht, dann hätte sie zumindest Spaß beim Schreiben gehabt. Da hat sie gelächelt und genickt. Sie meinte, das wäre eine gute Idee. Was spielst du denn da? Ich spiele Shuffleboard. Versuche ich zumindest. Habe ich noch nie gespielt. Ist ganz einfach. Professor Lucien hat es mir erklärt. Und wer hat gewonnen? Wir haben nicht gespielt. Du wolltest nicht mit ihm spielen, was? Wollen wir beide eine Runde spielen? Klar! Yippie, so. Ich glaube, du musst mir erst mal die Regeln erklären. Also gut. Du spielst mit den blauen Pucks, ich mit den roten. Du musst die Pucks mit diesem Stock da hinten ins Feld schubsen und möglichst viele Punkte machen. Klingt einfach. Wie viele Pucks habe ich? 6 Stück. Aber jetzt kommt's. Erst bist du dran, dann ich und so weiter. Und jeder darf die Pucks vom anderen auch aus dem Feld schießen. Na, dann gut. Lass uns anfangen. Oh ja. Um was spielen wir? Ich dachte, wir spielen einfach nur so. Wie langweilig. Wir müssen um was wetten, sonst macht's keinen Spaß. Ihr Engländer. Also ich wette meine brandneue Zwille. Und du? Ich möchte nicht wetten. Sagen wir ein Eis in Kairo? Okay, wenn ich gewinne, bekomme ich die Zwille. Wenn ich verliere, bekomme ich ein Eis in Kairo. Oi. Versuch nie, einen Matt Miller über den Tisch zu ziehen. Also was ist nun? Eis gegen Zwille? Na gut. Los geht's. Ja. Oh, oh, oh. Ganz schlechter Versuch. Okay, Moment. Aha. Oh, das war zu weit. Na. Na also. Oh, Mensch. Die Sportskanone hat wieder zugeschlagen. Noch einmal. Nein, mir reicht's für heute. Also schön. Hier. Bist du dir sicher? Spielschulden sind Ehrenschulden. Ich gebe sie dir zurück, sobald ich sie nicht mehr brauche, okay? Okay, aber pass auf, dass Mom dich damit nicht erwischt. Sie hält sowas für gefährlich. Eine Zwille. Praktisch. So, quatschen wir mal doch mit denen da drüben.
Miss Miller und Professor Lucien unterhalten sich angeregt. Sie wirkt dabei sehr gelöst für ihre Verhältnisse. Guten Morgen, Miss Miller. Professor Lucien? Wachtmeister Zellner, wie geht es Ihnen? Ich habe gehört, Sie seien gestern Abend ohnmächtig geworden. Nun ja, nicht direkt. Ich wurde vergiftet. Oh. Dieser Schuft. Wen meinen Sie mit dieser Schuft? Diesen blinden Passagier, diesen neuen Raben. Der Junge kann nicht der Mörder sein. Als der Schuss ertönte, war er schon in Gewahrsam von Konstabel Oliver. Sie meinen... Wer immer die Baronin ermordet hat, befindet sich noch auf freiem Fuß. Ich glaube, ich sollte mich verabschieden. Ich würde mich gern ein wenig ausruhen. Eine letzte Frage noch, Professor. Oh, oh, oh. Wir haben nur eine Frage zur Auswahl. Der Tresor in Legrands Kabine kann nur mit 3 Schlüsseln geöffnet werden, richtig? Das ist korrekt. Den ersten haben wir Monsieur Mokhtar vom Ägyptischen Museum per Luftfracht geschickt. Einen habe ich, den anderen der Inspektor. Aber ursprünglich sollte jemand anderes den 3. Schlüssel bekommen, oder? Sie sind gut informiert, Herr Wachtmeister. Baronin von Trebitz sollte ihn bekommen. Es gab dann aber Bedenken. Deswegen hat Inspektor Legrand ihn an sich genommen. War das seine Idee? Nun ja, so könnte man das sagen. Ich möchte jetzt in meine Kabine. Wir sehen uns später, Mary. Natürlich. Bis später. Ich wollte Ihre Unterhaltung mit Professor Lucien nicht so abrupt beenden. Ich weiß auch nicht, was er hat. Die Erkenntnis, dass sich immer noch ein Einbrecher auf dem Schiff befindet, scheint ihn erschrocken zu haben. Er war die ganze Zeit völlig entspannt und dann... Dann kommt der blöde Schweizer Wachmann und macht ihn nervös. Oh, das wollte ich damit nicht sagen. Schon gut. Er wird sich gewiss bald beruhigt haben und zurückkommen. Kann ich Ihnen einige Fragen stellen? Natürlich. Wie geht es Matt? Er sieht zufrieden aus. Er ist nach der Aufregung schon wieder ganz der Alte. Aber ich habe ihm nichts von dem Mord erzählt. Das wäre dann doch etwas zu viel für ihn. Ich glaube, ihn haut so leicht nichts um. Ich möchte Ihnen noch einmal dafür danken, was Sie im Zug getan haben. Ich hätte nicht gewusst. Alles gut. Das war doch selbstverständlich. Wie haben Sie den gestrigen Abend erlebt? Es war ganz schrecklich. Ich hatte mich nett mit Edgar, Professor Lucien, hier auf dem Vorderdeck unterhalten. Dann wollte ich nach der Lady sehen und bin übers Nebendeck nach vorne gegangen. Als ich an der Kabine der Baronin vorbeikam, habe ich einen gedämpften Schrei gehört. Sie hörten einen Schrei? Ja, ich dachte, vielleicht sei die Baronin gestürzt. Ich ging zur Tür und lauschte, ob noch etwas zu hören sei. Da nichts zu hören war, klopfte ich an und fragte, ob alles in Ordnung sei. Ich bekam keine Antwort. Interessant. Und dann? Ich wusste nicht, was ich tun sollte, also versuchte ich, die Tür zu öffnen. Sie war verriegelt. Ich hatte den Butler der Baronin, Mr. Inch, auf dem Vorderdeck gesehen. Ich dachte mir, dass er vielleicht einen Schlüssel hätte und ging zurück. Auf dem Weg dahin kam mir erst der Bobby entgegen und dann Edgar, der nach dem Tresor sehen wollte. Ich erklärte ihm die Situation, dann ging der Alarm los. Wie hat der Schrei geklungen? Es war ein kurzer Aufschrei. Sehr ängstlich, als hätte sich jemand erschrocken. War es eine Frauenstimme? Ja, die Stimme war hoch. Es könnte also ein Aufschrei der Baronin gewesen sein. Zum Beispiel, weil sie jemanden in ihrer Kabine entdeckt hat. Ich denke schon. Dieser jemand könnte sie dann mit einer Waffe bedroht haben, damit sie nicht um Hilfe schreit. Oh Gott. Er wartete, bis die Luft rein war? Ach bitte, hören Sie auf, Herr Zellner. Der Butler der Baronin hat ausgesagt, ebenfalls auf dem Vorderdeck gewesen zu sein. Ja, er stand auf der anderen Seite des Decks und rauchte eine Zigarre. War er die ganze Zeit auf dem Vorderdeck? Ich bin mir nicht sicher. Er war da und später war er mit auf dem Nebendeck. Er hat sich um sie gekümmert, als sie ohnmächtig dalagen. Er hat ihren Kragen aufgeknöpft und ihren Kopf gehalten, während der Doktor sie untersuchte.
aber Sie können nicht mit Bestimmtheit sagen, dass er mit oder nach Ihnen und Professor Lucien vom Vorderdeck gekommen ist. Also, nein, aber woher sollte er denn sonst gekommen sein? Haben Sie Inspektor Legrand die Vorgänge geschildert? Ja, gestern Abend. Er war sehr interessiert und hat sich einige Notizen gemacht. Aber ich wollte dann nach Lady Westmacott sehen und er hat mich recht bald gehen lassen. Er meinte, er würde meine detaillierte Aussage heute aufnehmen. Verstehe. Glauben Sie, der Mann aus dem Zug hat auch die Baronin auf dem Gewissen, Wachtmeister Zellner? Ich weiß es noch nicht. Es ist schrecklich. Explosionen, Diebe, Mörder. Das ist nicht die richtige Umgebung für eine Lady und einen kleinen Jungen. Sie und Professor Lucien schienen sich angeregt zu unterhalten. Oh ja. Er ist Experte für altägyptische Kunst und eine Koryphäe auf dem Gebiet der Hieroglyphenforschung. Er ist Leiter der ägyptischen Abteilung im Britischen Museum, wissen Sie? Und im Ägyptischen Museum in Kairo soll er eine Ausstellung eröffnen. Richtig, in der das Auge gezeigt werden soll. Ursprünglich sollten beide Edelsteine erstmalig seit Jahrzehnten wieder öffentlich gezeigt werden. Daraus wird ja nun leider nichts mehr. Ich glaube, das hat ihn sehr mitgenommen. Wir bemühen uns, dass zumindest eines der Augen gezeigt werden kann. Gewiss. Ich werde Lady Westmacott fragen, ob wir nicht an der Ausstellungseröffnung teilnehmen wollen. Ich finde das sehr spannend. Und Professor Lucien wird Ihnen sicherlich eine Privatführung geben. Sie sind Amerikanerin, richtig? Das ist richtig. Und Sie sind wegen des Jobs nach England gezogen? Ich habe schon früher in England gelebt. Im Zweiten Weltkrieg habe ich mich freiwillig als Krankenschwester gemeldet. Ich arbeitete in einer US-Basis nördlich von London in der Apotheke. In der Apotheke? Interessant. Nun ja, es war Krieg und jeder wurde da eingesetzt, wo er am besten helfen konnte. Erzählen Sie weiter, Miss Miller. Nach dem Krieg habe ich begonnen, in London Musik zu studieren. Dort lernte ich meinen Mann kennen. Wir haben geheiratet und sind gemeinsam in die USA zurückgekehrt. Er war auch Amerikaner? Nein, Engländer. Aber es gab wohl Probleme mit seiner Familie und er wollte möglichst weit weg. Und Sie haben für ihn Ihr Studium abgebrochen? Nun ja, ja. Es war bestimmt nicht leicht, das Leben als alleinerziehende Mutter. Es war sehr hart. Ich arbeitete von früh bis spät und trotzdem reichte es nur für das Nötigste. Und ich konnte Matthew nicht die Aufmerksamkeit geben, die er benötigte. Und dann trat Lady Westmacott in ihr Leben. Wie ein Engel aus dem Nichts. Sie muss mir die Stelle wohl aus Mitleid angeboten haben, denn ich hatte ja keine Erfahrung als Gesellschafterin. Sie machte mir dieses großartige Angebot. Ich konnte es kaum glauben. Und sie ist ganz vernarrt in Matt. Sie bietet ihm eine gute Ausbildung und nun hat er alle Chancen im Leben. Eine fast unglaubliche Geschichte. Ich fürchte immer noch, dass es ein Traum ist, aus dem ich eines Tages aufwache. Wie ist es so, für eine weltberühmte Persönlichkeit zu arbeiten? Die Arbeit ist sehr interessant und abwechslungsreich und die Lady vergütet sie auch noch sehr großzügig. Sie haben viel Glück gehabt, dass die Lady Ihnen die Stelle angeboten hat. Ich bemühe mich so, die Erwartungen der Lady zu erfüllen, aber manchmal habe ich das Gefühl, es nicht schaffen zu können. Lady Westmacott könnte sich keine bessere Gesellschafterin wünschen. Ich spare so viel Geld, wie ich kann. Ich würde alles tun, damit Matt sein neues Leben nicht aufgeben muss. Lady Westmacott machte im Zug eine Andeutung, sie hätte ihre Romanfigur Inspektor Partout ermordet. Was meinte sie damit? Oh, sie meinte bestimmt das Manuskript. Manuskript? Sie hat es immer bei sich. Es ist ein unveröffentlichter Partout-Roman. Ich habe sie einmal gefragt, warum sie ihn nicht veröffentlicht hat. Sie sagte, sie hätte in ihrem Testament verfügt, dass er erst nach ihrem Tod veröffentlicht werden solle. Und in diesem Roman wird Partout ermordet? Vielleicht. Ich habe ihn nicht gelesen. Niemand hat das. Am besten fragen Sie sie selbst. Wenn Sie in einer Apotheke gearbeitet haben, kennen Sie sich doch bestimmt mit Medikamenten und Giften aus, oder? Jeder Stoff ist potenziell ein Gift. Auf die Dosierung kommt es an. Sagt Ihnen Chloralhydrat etwas? Das ist ein Beruhigungsmittel, nicht wahr? Das frage ich Sie. Lady Westmacott hat mich auch immer solche Sachen gefragt für ihren letzten Roman. Aber da ich nie vorhatte, jemanden umzubringen, habe ich mich mit Strychnin und Arsen und all diesen Dingen nicht beschäftigt. Ich könnte Ihnen etwas gegen Kopfweh, Halsschmerzen oder Ausschlag empfehlen. Sehr freundlich, aber dafür besteht kein Anlass. Ich möchte mich verabschieden, Miss Miller. Inspektor?
Vielleicht hat Miss Miller in dem Archäologen so etwas wie ihren Seelenverwandten gefunden. Leider ist keinesfalls gesagt, dass die beiden zusammenkommen werden. Leute mit geringem Selbstwertgefühl tendieren dazu, sich selbst zu sabotieren. Also der Schweizer hat wirklich Ahnung vom Leben, muss man schon sagen. So, viele neue Erkenntnisse, viele neue Fakten, ein prall gefülltes Inventar. Wir checken nochmal kurz das Notizbuch. Da gibt's nichts Neues. Notizen, auch nichts Neues. Die Kabine da, okay, da ist auch nichts. Nochmal Inhalt. Die drei, nö. In diesem Sinne, wir werden uns beim nächsten Mal vornehmen, den blinden Passagier zu verhören. Wir müssen dann irgendwo diesen Constable Oliver weglocken. Ich hoffe ja, dass wir dafür die Zwille verwenden. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.